J'ai laissé mon père, mon chien, mes oiseaux, ma famille, mes amis. مهمترین چیزی که شخصی برای من هست که به یه آرامش برسم به 100% و آرامش اینه که یه هویت داشته باشی برای من Weltweit sehnen sich Millionen von Menschen gezwungen, ihr Heimatland zu verlassen. Ende 2019 lag die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht waren, bei 79,5 Millionen. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit waren mehr Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt, Wirtschaftsnot, Armut und Verfolgung als heute. In so einem Zelt im Winter ist halt auch wirklich nicht sehr schön, wenn es dann feucht wird von draußen, von unten die Kälte und Nässe reinzieht. Das Asyl bleibt weiter ein politisiertes Thema. Und es kommt immer wieder zu Vorstößen im Parlament, die dann dazu führen, dass Rechte eingeschränkt werden. Bonjour à tous. Je m'appelle Kourosh. Je viens d'Iran. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Ahvaz. On était une grande famille, 11 personnes. Mon père était handicapé. Depuis 25 ans que j'ai gardé mon père, j'ai travaillé dans une petite usine de mon frère. J'étais responsable de son usine. On a vendu les matériels de peinture. J'ai rencontré Jésus. J'ai reçu la force, la paix, la joie. La force pour m'occuper de mon père, notre église. On a préparé le Bible pour notre église, pour les personnes qui ont besoin. On a continué jusqu'à... enfin, on était pour Noël, on était invité pour chez quelqu'un. Qui police nous a arrêtés. Ils m'ont forcé pour signer un papier qui, si un jour j'étais avec plus de personnes, je vais en prison environ 15 plus 20 ans. Ich habe vor Jahren ein Postulat eingegeben, wo ich verlangt habe, dass Christen, die verfolgt und an Leib und Leben bedroht sind, dass die Schweiz diesen Menschen Platz geben müsste. Weil die Christen auf dieser Welt, die haben zunehmend nirgendwo mehr Platz. Und dann kamen natürlich die Argumente, ja, und mit den anderen Minderheiten, die es gibt, und Muslimen und so weiter. Ich habe nichts gegen diese Menschen. Aber die haben andere Länder, wo sie hingehen können, wo sie nicht verfolgt werden wegen ihres Glaubens. Als christliches Land, wir als Schweiz, dass wir die Aufgabe haben, vor allem, wenn wir auch zusätzliche Menschen aufnehmen, hinzuschauen, dass wir diesen Christen einen Platz geben. Quand que je regarde en arrière, je vois si j'étais en prison. Je connais leur prison, plein de
Mord, Suspekt, Tortur, Maladie, sans Medikament, sans Medizin. Aussi, je connais les lois de la punition islamique. C'est vraiment dur. Viele, die aus dem Iran flüchten, flüchten wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Im Iran ist eine Konversion zum Christentum strafbar. C'était vraiment dur. La vie vivre comme ça. Enfin, j'ai quitté l'Iran. J'ai laissé mon père, mon chien, mes voisins, ma famille, mes amis. Et on a passé de Turquie avec le bateau, mais deux fois on a été en train de couler. Troisième fois on a réussi. On est arrivé à Grèce. Après, encore avec le bateau, on a passé de Grèce en Italie. On était à côté de l'Autriche, qui mon ami a regretté. On est venu en Suisse. Noch immer versuchen täglich Menschen, die Grenzen nach Europa zu überwinden. Oft geht die gefährliche Reise durch Libyen, den Iran, die Türkei, über griechische Inseln und die Balkanroute. Viele haben einen großen Preis für ihre Flucht bezahlt. Die Überlebenden landen meistens in Lagern, die in katastrophalen Zuständen sind, wie in Lesbos, Griechenland. Das griechische Flüchtlingslager Moria befand sich im Landesinneren der Insel Lesbos. In dem für 3000 Personen konzipierten Lager lebten zeitweilig 20.000 Menschen, März 2020. Es war Europas größtes Flüchtlingslager und ein sogenannter Hotspot der EU. Und die Inseln Chios, Lesbos, Samos, Kos und Leros, die sind eben so nah an der türkischen Küste, dass für die Schlepper das einfach eine sehr einfache Möglichkeit ist, die Leute dort in ein Boot zu setzen und dann landen die hier. Und es gibt eben dieses Hotspot-System, das man gesagt hat, auf den Inseln, die sind nicht als Camps angelegt, wo Leute dann auch über eine längere Zeit versorgt werden, wie ich das zum Beispiel aus dem Irak kenne, ne? Wo dann auch irgendwann Schulen gebaut werden oder so, sondern Hotspot bedeutet, die Leute sollten eigentlich nur wenige Tage hier sein, maximal ein paar Wochen registriert werden und dann entweder aufs Festland verlegt oder ganz schnell zurückgeschickt werden. Und das hat aber eben nicht geklappt, weil die Bürokratie Mühlen langsam mahlen, weil einfach viel mehr kamen, als das System schaffen konnte. Und das hat dazu geführt, dass damals in einem Lager, was für 3000 Leute angelegt war, dann vor einem Jahr, ein bisschen länger als einem Jahr, 20.000 waren. Mit allem, was dazu gehörte an Problemen. Wir bekommen sehr viel mit, dass Leute mit Mental Health Issues zu tun haben, also psychisch einfach nicht gesund sind. Das kommt teilweise noch von dem her, wo sie herkommen. Wir sagen immer, jeder hier hat im Prinzip drei Traumata. Das eine von der Herkunft, das andere von der Flucht. Die ist ja für die allermeisten mit viel, viel Schlimmem verbunden, inklusive der Überfahrt nach hier und dann das Trauma, in diesem Camp zu leben. که حتی خود دکتر اونجا به من گفت غذا اینجا رو نخورم قبل بعد چون قند خونم رفت بالا فشار خونم میرم بالا خیلی بد. Im September ist das alte Lager Moria ja abgebrannt und dann hat man ganz schnell ein neues Übergangslager aufgebaut. Also wirklich aus dem Boden gestampft, auf so einem ganz breiten Gelände, ein Militärgelände, auf drei Seiten vom Meer umgeben. Damals ungefähr 10.000 Leute noch dorthin geschafft, im Moment sind es ungefähr 6.500, also jetzt so Mitte April.
erste Flieger, der nach dem Brand in Moria gelandet ist, kam aus der Schweiz mit Betten, mit Heizungen, mit Decken, mit Medikamenten und so weiter. Und wir finanzieren auch gewisse Strukturen in Griechenland, Aufnahmestrukturen für ganz verletzliche Menschen, für Kinder und Jugendliche. Die ersten Monate waren ziemlich schlimm, weil es eben auch keine Duschen gab zum Beispiel. Es hat 3 Monate gedauert, bis die Leute warmes Wasser zum Duschen hatten. Es gibt immer noch nach über einem halben Jahr nur Dixi-Klos, also diese chemischen Toiletten, wie man die von Festivals kennt. Und das wird jetzt erst in den nächsten Wochen wahrscheinlich sich ändern, dass es ordentliche Duschcontainer gibt, Sanitärcontainer gibt. Die Elektrik reicht nicht, dass alle Leute heizen können. Das heißt, im Winter haben die Leute ohne selbst ein kleines Heizöfchen oft gesessen. Die Leute sind in Zelten untergebracht, das heißt, es gibt solche 16 Quadratmeter Zelte, die werden in der Mitte unterteilt und wir bringen dann normalerweise 2 Familien bis zu 10 Leuten unter. Und in der letzten Zeit, weil es aber viel Bauarbeiten gab und Leute ein bisschen zusammenrücken mussten, haben wir teilweise 3 Familien auf 16 Quadratmetern unterbringen müssen. Und das ist natürlich schwierig, es gibt keine Privatsphäre und in so einem Zelt im Winter ist halt auch wirklich nicht sehr schön, wenn es dann feucht wird von draußen, von unten die Kälte und Nässe reinzieht. Und dann gibt es große Rubholes, heißen die. Das sind so große Zelte, wie man die in der humanitären Hilfe kennt. Da sind 150 Leute drin. Das heißt, wir haben da so kleine Abteile reingebaut, Räume, in denen auf 14 Quadratmetern 8 Leute sind, also 4 Stockbetten. Das können 2 Familien sein, das können 8 Single-Männer sein, die werden ganz schön zusammengepfercht. Es können 8 Single-Frauen mit Kindern sein. Also das sind so die Wohnverhältnisse. Die Lebensumstände in Camp Moria waren unmenschlich. Wie ist die Situation in Athen? Betroffene Flüchtlinge erzählen von ihrer Ankunft und der aktuellen Situation in den Flüchtlingscamps in Athen. الان من که خودم به حقیقتش خیلی ترس داشتم اصلا وقتی اومدم اونجا وارد یونان شدم خیلی میترسیدم چون اتفاقایی که افتاده بود میگفتم خب الان اینجا واقعا فقط خدا بهم کمک کنه که بتونم به آرامش برسم مثلا یه جایی که مثلا بخوام پیدا بکنم نمیتونستم با خیال راحت مثلا برم یه جا رو بخوام پیدا کنم حتی اونجا استراحت هم کنم واسه یک چون خیلی ترس داشتم الان تو این یکی 2 ساله اینطوری خیلی هی داره شرایط بدتر میشه چون پرونده زیادی اومده اون 2016 که من اومدم یادم امکانات اسکان خیلی بیشتر میدادم به اینا که آسیب پذیر بوده و خیلی کاراشون یعنی چون تعداد کم بود زمانش کمتر میشد ولی الان هی داره شرایط بدتر میشه Ja, also das Sozialsystem für Flüchtlinge ist fast nicht existent. Also das, was ich von Deutschland her kenne, dass Leute lange versorgt werden, dass sie eine gewisse Grundversorgung bekommen, 450 Euro oder wie viel das ist, dass man mit Wohnung hilft und mit Jobfindung und so weiter, das ist hier extrem, extrem reduziert. Es gibt ein einziges Programm, in das man kommt, wenn man ein anerkannter Flüchtling ist. Und um da reinzukommen, muss man aber schon vorweisen, dass ein Vermieter einem eine Wohnung vermieten wird. Und dann kriegt man Hilfe bei der Miete und dann bekommt man Hilfe bei der Jobsuche. Also kein Job, aber immerhin bekommt man Hilfe beim Bewerbungsschreiben und man bekommt einen Griechischkurs. Aber es gibt keine Gelder mehr. Also sobald jemand anerkannt ist, 1 Monat später, maximal 2 Monate später, verliert er jede Unterstützung. Er bekommt kein Geld mehr. Das sind hier auch nur 90 Euro. Also es ist jetzt nicht so furchtbar viel. Er hat keine Unterkunft mehr, muss das Camp auch verlassen, hat kein Essen mehr, dadurch, dass er nicht mehr im Camp lebt und wird im Prinzip von einem Moment auf den anderen obdachlos, wenn er nicht schafft, in dieses Programm reinzukommen.
Und das ist wirklich dramatisch. Also wir erleben das, dass unsere Leute, die wir von hier kennen, nach Athen gehen, versuchen, Fuß zu fassen, legal oder illegal, und nicht zurechtkommen und dann wieder zurück nach Lesbos kommen und im Camp Unterschlupf suchen bei Freunden und Verwandten. Und die versorgen sich dann untereinander. Das ist ja eine unglaublich solidarische Community da, wo man einander aushilft. نمیدونم که عددی نمیتونم بگم ولی خیلی رو خیابون هستن خیلی ها به خاطر اینکه جا ندارن هوملس هستن خانوما به فحشا کشیده شدن آقایون به مواد مخدر و الکل رو آوردن و اینکه بزرگتر مشکلی که هست برای من شخصی یاره خیلی ها که اینکه این پروسه زمانی که اینجا رو داریم از دست میدیم چون الان من 2 ساله یادم میاد که برای انوشم اقدام کردم هنوز تو این 2 سال هیچ جوابی من داده نشد طوری که روز اول من گفتن حد اکثر 8 برای اینکه مهمترین چیزی که شخصی برای من هست که به یه آرامش برسم به 100% آرامش اینه که یه هویت داشته باشی برای من اینکه یه هویت داشته باشی که بتونی کارهای روزانه‌ت انجام بدی چون الان من هیچ هویتی ندارم و خیلی کارا رو نمیتونم انجام بدم حتی خرید یه سیم کارت و ما که همه این کارا رو میکنیم 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 ما که damit diese Menschen einfach wissen, ob sie in Europa bleiben können oder nicht. Und es muss einfach möglich sein, Probleme in einem EU-Land vor Ort zu lösen. Da unterstützen wir Griechenland, weil wir eben unser Asylsystem frei halten möchten für Leute, die wirklich aus Krisengebieten kommen. Wir haben ein Resettlement-Programm. Wir nehmen jedes Jahr 800 Flüchtlinge direkt aus dem Libanon, aus der Türkei auf. Frauen, Kinder, Familien, die eben aus dem Syrien-Konflikt geflüchtet sind. Und dort ist unser Fokus, Leute, die wirklich am Leib und Leben bedroht sind, direkt aus Krisengebieten aufzunehmen und die Probleme in einem EU-Land wie Griechenland eben dort zu lösen. Sie haben Fortschritte gemacht, ich habe das jetzt viel gehört, die Bedingungen sind besser geworden, aber es gibt dort immer noch viel Arbeit zu erledigen. Wann ist ein Geflüchteter eine wahre Flüchtling? Niemand flieht freiwillig. Seit 2010 hat sich die Zahl der Menschen auf der Flucht verdoppelt. Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge weltweit sind unter 18 Jahre alt. Aus welchen Ländern flüchten am meisten Menschen? Prozent der Flüchtlinge leben nach wie vor in Entwicklungsländern und nicht in Europa. Geflüchtete sind auch Menschen. Hinter jeder Zahl steckt eine bewegende Geschichte. Sind wir als Europa zu streng oder zu warmherzig mit Flüchtlingen? Für die Schweiz ist es sehr schwierig zu trennen, wer ist ein wahrer Flüchtling, wer braucht richtige Hilfe, wer braucht diese Schutzfunktion und wer ist ein Wirtschaftsflüchtling. Und man muss zeigen, dass es in der Schweiz auch nicht so einfach ist. Man muss auch zeigen, dass wir den wahren Flüchtlingen helfen wollen. Darum betone ich immer auch, man muss Hilfe vor Ort leisten. Man muss den Leuten aufzeigen, wie sie Geld verdienen können in ihrem Heimatland. Kann man eigentlich mit Flüchtlingen zu warmherzig, zu gutmütig sein?
Das frage ich mich. Eigentlich kann man das nicht. Ich bin sehr froh, dass wir heute nicht mehr so eine Debatte haben wie noch vor 10 Jahren über den Asylmissbrauch. Aber das Asyl bleibt weiter ein politisiertes Thema. Und es kommt immer wieder zu Vorstößen im Parlament, die dann dazu führen, dass Rechte eingeschränkt werden. Und hier ein Beispiel ist zum Beispiel das Recht, mit seiner Familie zusammenzuleben, das für viele Menschen mit einer vorläufigen Aufnahme sehr, sehr eingeschränkt ist. Und ich finde es enorm schwierig, wenn ich eine Mama bei mir im Zimmer habe, der sagen zu müssen, ich kann ihnen leider nicht helfen, die Kinder können nicht zu ihnen kommen. Das ist unmenschlich und ungerecht. Für uns ist Flüchtlingsschutz eine internationale Aufgabe, keine Aufgabe, die ein Staat oder einige Staaten alleine zu bewältigen haben. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir uns darum bemühen, die Staaten zu ermutigen, zusammenzuarbeiten und diese Aufgaben gemeinsam anzugehen. Und nicht nur gemeinsam, sondern auch solidarisch. Die allermeisten Flüchtlinge wollen nicht in Griechenland, Bosnien oder Italien bleiben, sondern sie wollen weiter nach Deutschland, Schweden, England oder Österreich. Viele erhoffen sich dort eine bessere Zukunft. Einige dieser Flüchtlinge kommen auch in die Schweiz. Die Asylgesuche in der Schweiz haben sich in den letzten Jahren massiv verringert. 2020 gab es nur noch 11.041 Asylgesuche. Im Vergleich zu 2015 sind das fast 4-mal weniger. Rund 40-50% aller Asylgesuche in der Schweiz werden abgelehnt. Quand que je suis arrivé en Suisse, j'ai fait deux interviews. J'ai raconté tout mes histoires, ce qui m'est arrivé pour eux, pour le bureau d'immigration. Enfin, ils ont dit que je mens. Aussi, moi, j'ai lu le texte. Le texte avait beaucoup de fautes. Il y avait quelques erreurs de traducteur. Ja, die Asylpolitik, also ich persönlich bin im Asylbereich tätig seit 2017, aber ich weiß, dass sich die Asylpolitik vor allem in den letzten Jahren und jetzt konkret in diesem Jahr grundlegend verändert hat. Früher, und das war seit den 90er Jahren so, es gab ja immer ein Auf und Ab, die Asylgesetze wurden immer verschärft oder wieder gelockert, aber es war historisch, soweit ich mich erinnere, war es immer klar oder eben unklar, ob die Leute in der Schweiz bleiben können. Und für mich ist klar, wenn wir Leute zu uns nehmen, dann sollten wir da, wo es möglich ist, möglichst schnell ihnen wieder in ihrer Heimat irgendwie ein Zuhause geben können. Da, wo es möglich ist. Und da, wo es nicht möglich ist, sollten wir möglichst schnell sie integrieren. Weil das ist ja das Schlimmste für diese Menschen, wenn sie weder noch sind. Sie können nicht zurück und hier will man sie nirgends in den Arbeitsprozess eingliedern und das kann es nicht sein. Früher war es so, dass die Personen lange auf ihren Asylentscheid warten mussten und dann in eine Art Lethargie verfielen. Und dann später, wenn der hoffentlich positive Asylentscheid kam, dann sollten sie sich plötzlich und sehr rasch integrieren. Und das wurde zunehmend schwierig. Wir haben jetzt auch so Fälle, wo junge Menschen eine Lehre angefangen haben und jetzt sollten diese zurück. Und sie haben sehr gut gestartet. Und jetzt ist man am Versuchen, ob es nicht möglich wäre, dass diese Menschen wenigstens diese Lehre fertig machen könnten. Und solche Sachen bin ich der Meinung, das müsste wirklich möglich sein. Weil sonst, finde ich, ist es einfach auch in diesem Bereich unmenschlich und irgendwo hat das Grenzen. Ein Nachteil ist sicher, dass Personen im laufenden Verfahren nicht bedingungslos unterstützt werden können. Wir dürfen sie nur bis zu einem Niveau von A1 unterstützen, auch wenn eine Person eigentlich sehr lernwillig wäre. Das ist teilweise schwierig.
Die Kinder sind wie alle Schweizer Kinder auch schulpflichtig und besuchen zu Beginn den Deutsch als Zweitspracheunterricht in Spiez. Dort werden sie in einer viel kleineren Klasse betreut. Die Lernperson kann so auf die Bedürfnisse der Kinder besser eingehen. Sie bleiben dort, bis das Deutschniveau ausreichend ist, dass sie in einer Regelklasse untergebracht werden können. Und die Regelklassen sind dann ja auch viel größer, da ist nur eine Lernperson und so ist es wichtig und die Chancengleichheit ist besser da, wenn die Kinder vorher diese Gelegenheit haben. Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie in 2020 für Flüchtlinge? Wie ist man mit dieser Herausforderung umgegangen? Corona war für uns vor allem zu Beginn eine große Herausforderung, die Leute richtig zu informieren, in den richtigen Sprachen das rüberzubringen, war nicht einfach. Die Wichtigkeit, dass wir alle mitmachen, mit Händen desinfizieren, Masken tragen, ist eine schwierige Situation, wenn man sich vorstellt, das ist ein bisschen wie in der eigenen Stube zu Hause Maske tragen. Die Leute haben diese Maskenpflicht im ganzen Haus, außer in ihrem Zimmer. Aber es war natürlich schwierig für die Leute, die wirklich vorwärts machen wollen in der Integration. Die Förderung zu dieser Zeit war fast nicht möglich. Ein schöner Punkt während der Corona-Krise war aber zu sehen, als wir wirklich Corona-Fälle hatten und Leute isolieren mussten, war die Solidarität im Haus. Es haben alle mitgeholfen, es war diskussionslos, dass Mitbewohner gekocht haben. Jeden Tag wurde Frühstück gemacht, Mittagessen, Abendessen und wurde zu den Zimmern gebracht. Also die Solidarität da war wirklich schön und das Miteinander zu erleben. Flüchtlinge mögen für uns Fremde sein. Oft kennen wir ihre Geschichte, Herkunft, Kultur, Traditionen und Religion nicht. Doch wir vergessen oft, dass wir alle Gemeinsamkeiten haben. Wir alle sind Menschen mit Würde. Wir haben Leidenschaften, Wünsche und Träume. Wir sehnen uns nach einem Zuhause, nach Zugehörigkeit unter den Menschen und im Land, in dem wir wohnen. Viele Wünsche und Träume von Flüchtlingen zerplatzen. Besonders von Geflüchteten, die einen rechtskräftigen negativen Asylentscheid erhalten. Quand que j'ai reçu le deuxième négatif, j'ai rentré au centre qui s'appelle Centre de retour. Là-bas, la vie là-bas c'est difficile. Il faut faire attention toujours et pour le vélo, pour les affaires, il y a beaucoup de voleurs. Visiter c'est interdit à cause de la pandémie corona. Si je vais en Iran, je vais en prison. Ici aussi, c'est comme prison. Toujours, je dois signer. Toujours, il faut contrôler mes affaires. C'est ça. Also für mich, ich bedauere das, dass wir als Schweiz, als freiheitsliebendes Land, nicht bereit sind, in Einzelfällen, es sind ganz klar Einzelfälle, dort genau nochmals hinzuschauen. Et au travers de sa courroche, il est en train de vivre une injustice totale. Il a reçu deux fois ce négatif, alors que c'est une personne qui avait vraiment besoin de ce permis pour pouvoir rester ici en Suisse. C'est une personne qui est juste, c'est une personne qui s'est vraiment fait persécuter dans son pays. Et je vous remercie à chacun pour votre soutien pour nos amis les réfugiés. Geflüchtete Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Schweiz bleiben dürfen, erhalten Nothilfe. Viele Asylsuchende nennen das ein zweites Negativ haben. Über den Verbleib von Personen, deren Asylgesuch abgewiesen wurde, weiß man wenig. Klar ist, dass sie ein schweres Leben haben. Per Ende 2018 lebten in der Schweiz 7.846 abgewiesene Asylsuchende von Nothilfe. In den meisten Kantonen erhalten Asylsuchende in der Nothilfe 8 Franken pro Tag, um ihren Grundbedarf abzudecken. Je demande au bureau l'immigration
de reconsidérer mon cas, que je puisse avoir une vie, que je puisse vivre comme les autres, une vie l'homme normal, comme les autres, comme tout le monde, comme les autres religions. اما خب بخوام بیرون از اینجا برم اصلا حس امنیت ندارم و اینکه من حتی یه برگه یا مثلا مدرک اینجا نتونستم بگیرم ندارم چون اصلا تو تمام این مدتی که اینجا اصلا تلاش کردم نتونستم که بهش برسم این خاطر کرونا هم که بود همه جا تعطیله و اینکه هیچ کمکی نمیشه Ein Dach über dem Kopf zu haben, ein Leben in Sicherheit zu führen, tägliche Nahrung, viele Wahlmöglichkeiten und ein stabiles soziales Umfeld ist für uns oft selbstverständlich. Aber für geflüchtete Menschen sind das oft nur Wünsche und Träume. Das Leben ist ungerecht. کمک‌هایی که به هر حال می‌فرستن به خاطر اینکه اصلا از نظر کتاب مقدسی یا اینکه برادر خواهر کاری نداریم از نظر مسیحیت نه همین که بشر دوستانه کمک‌هایی که می‌فرستن کمک می‌کنن خیلی کمک بزرگی شاید یه چیز فکر کنید خیلی یه چیز خیلی کوچیکی اونجا ارزش نداره ولی اون چیز کوچیک اینجا برای خیلی خیلی ارزش داره حتی مثلا میتونم بگم یه بسته کوچیک مثلا اسپاگتی شاید اونجا اصلا ارزش نداشته ولی اینجا برای خیلی ها که غذا ندارن بخورن خیلیه ممنونم به خاطر این کمک ها همین تا جایی که میشه کمک هایی بفرستید برای پناهنده ها میدونم از نظر قانونی که کاری از دستتون بر نمیاد از نظر قانونی یا جابجایی به خاطر اینکه من هر روزه خیلی میشنوم Wir haben Angst, den Taliban ausgeliefert zu sein. Das sind nicht irgendwelche Extremisten, denn ihr Glaube fordert sie auf, zu töten. Sie sehen Bildung für Frauen nicht nur als Verbrechen an, sondern als Sünde. Sie haben Frauen gesteinigt, nur weil sie mit Menschen geredet haben, die keine Familienmitglieder waren. Jetzt werden sie wieder über uns herrschen und die Regierung übernehmen. Gulshan ist Christin und kommt aus Afghanistan. Als die Taliban im August 2021 offiziell die Macht in ihrer Heimat ergreifen, fürchtet sie, entdeckt zu werden. Sie schwebt in Lebensgefahr, denn der Abfall vom Islam gilt als Schande und ist für die Taliban ein todeswürdiges Verbrechen. Wenn sie von unserem Glauben erfahren, was wird dann passieren? Im April, als der US-Präsident den Abzug der US-Truppen ankündigte, wurde unsere Welt auf den Kopf gestellt. Nichts machte mehr Sinn. Es fühlte sich so an, als ob ein Albtraum begonnen hat, der erst mit unserem Tod endet. Sollen wir fliehen oder sollen wir bleiben? Aber wohin sollten wir fliehen? Wenn wir bleiben, was wird dann aus uns? Der Tod wird uns folgen, ob wir bleiben oder fliehen. Wenn ich an Flucht denke, muss ich an den Anschlag am Flughafen denken. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Die Explosion ließ unsere Wände erzittern. Es fühlte sich an, als ob unser Geist jeden Moment unseren Körper verlassen würde. Es war unmöglich, das Weinen der Kinder zu beruhigen. Ihre Augen waren voller Entsetzen. Wir hatten Angst, dass das Weinen der Kinder die Aufmerksamkeit der Taliban auf sich ziehen würde. An jenem Tag im August verloren 13 US-Soldaten und mehr als 160 Afghanen ihr Leben. Wir leben in der Angst, dass uns entweder die Taliban holen oder dass wir verhungern. Die Taliban gehen von Tür zu Tür, entführen junge Mädchen und zerstören Familien. Und Gott allein weiß, wer sie über die Aufenthaltsorte und Identitäten der Christen informiert hat. Sie durchsuchen jedes Haus, um uns zu finden. Und wenn sie uns finden, töten sie die Christen auf der Stelle. Das ist meinen Verwandten passiert.
Wer weiß, wann sie vor unserer Haustür auftauchen werden. Und wenn sie herausfinden, dass wir an Jesus glauben, werden sie uns sofort töten. In Zeiten wie diesen habe ich das Gefühl, dass ich den Verstand verliere. Erbarme dich, Herr. Seit 3 Tagen ernährt sich meine ganze Familie von einer einzigen Schüssel Linsensuppe. Ich weiß nicht, wie ich meine Familie weiter versorgen soll, denn die Linsen sind bald aufgebraucht. Jesus hat uns berufen, viel Leid zu ertragen. Wenn die Menschen Christus nicht verschont haben, warum sollten sie denn uns verschonen? Ich bereite mich und meinen Mann auf diese Schwierigkeiten vor. Aber wenn ich meinen Sohn und meine Tochter sehe, wird mein Herz schwer und ich verliere den Mut. Gott, gib mir Mut für den Moment, wenn... Nein, niemals, ich kann diese Worte nicht sagen. Herr, erbarme dich. Es ist unser großer Wunsch, andere Christen zu treffen und gemeinsam Gott anzubeten. Aber das ist nicht möglich. Wir können unseren Pastor nur mitten in der Nacht treffen, sodass niemand ihn oder uns erkennen kann. Unser Glaube ist in Christus und er bleibt es bis zu unserem letzten Atemzug. Ich habe nicht den Mut, ins Detail über meine Freuden und Sorgen zu gehen. Es ist zu gefährlich, aber ich weiß, dass wir an den gleichen Jesus glauben. Durch das Gebet werden wir eins, ein Leib Christi. Möge der Herr dich auf unseren Schmerz aufmerksam machen. Wir sind sicher, dass nur unsere vereinten Gebete eine Lösung bringen werden. Bitte beten Sie für die Christen in Afghanistan, die jeden Tag um ihr Leben fürchten müssen. Gulshan selbst musste Afghanistan verlassen und sucht nun Zuflucht in einem der Nachbarländer. Bitte beten Sie auch für Sie und Ihre Familie für Versorgung und Sicherheit. Ich weiß nicht, was das Ganze mit dir macht, wenn du all diese Bilder und diese Geschichten siehst. Wenn wir hören von Krieg in Afghanistan, Krieg in der Ukraine, Menschen, die verhungern, Millionen, die auf der Flucht sind, Christen, die brutal verfolgt werden, das erschüttert uns und es macht uns auch oft unbeholfen. Ich bin selber im Jugoslawienkrieg aufgewachsen und musste später mit meiner ganzen Familie fliehen und alles kaputt zurücklassen. Dieser Krieg hat so viel zerstört und so viel Leid, Schmerz und Hass zurückgelassen. Warum gibt es so viel Leid? Wenn wir das Ganze so sehen und darüber nachdenken, sagt doch eine Stimme in uns, das muss doch nicht so sein. Und das stimmt. Gott, der alles erschaffen hat, den Himmel, die Erde, die Natur, die Tiere und die Menschen, er hat alles mit Freude, mit Absichten und Zielen erschaffen. Der Mensch ist für Frieden, für Lebenssinn, für Gemeinschaft und Freude geschaffen worden. Aber der Mensch wurde so gemacht, dass er nur in der Verbindung mit Gott aufblühen kann. Wie ein Fisch zum Wasser überleben braucht, wie ein Baum verwurzelt in die Erde braucht, wie ein Mensch Sauerstoff braucht, so brauchen wir alle die Verbindung zum Gott. Im Neuen Testament heißt es so schön, Gott wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Aber wir Menschen wollen selbstständig sein und selbst machen, was wir wollen. So war es schon bei dem ersten Menschen. Sie haben sich entschieden, unabhängig von Gott zu leben und das zu machen, was sie für gut empfanden. Sie haben Gott abgelehnt und etwas wie ein Virus kam in die Welt und prägte seither jeden Mensch. Jeder Mensch, egal aus welcher Ethnie und Nation, wird mit diesem Virus geboren. Die Bibel nennt diesen Virus Sünde. Im Neuen Testament heißt es, durch einen einzigen Mensch kam, nämlich durch Adam, die Sünde in die Welt und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Sünde identifiziert unsere Gefühle, unser Willen, unser Herzen, unser Körper und unser Denken. Sünde ist in uns und kommt durch ein verletztes Handeln zum Ausdruck. Sünde macht uns selbstsüchtig, stolz und hart. Davon sind wir
alle betroffen, egal wo wir geboren werden, egal wo wir leben, was wir alles besitzen oder nicht. Aber oft wollen wir das nicht wahrhaben und wir wehren uns gegen diese Tatsache. Jakobus stellt uns im Neuen Testament eine wichtige Frage. Er sagt, woher kommt Streit und woher kommen Kriege unter uns Menschen? Das ist wirklich, wirklich eine gute Frage. Was glaubst du? Was denkst du darüber? Was wäre die Antwort? Jakobus gibt selber eine Antwort darauf. Er sagt, kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechtigen Krieg gegen das, was Gott von uns möchte. Krieg und Streit fängt immer zuerst zu Hause an, nicht global. Immer erst in unseren eigenen vier Wänden. In jedem Mensch ist dieser Kampf von Eigenvorteil, Rechthaberei und Hass. Mit Streit, Spannung, Ablehnung und Lästern haben wir alle zu kämpfen. Wir stehen nicht in erster Linie im Kampf gegen eine globale Ungerechtigkeit, sondern jeder Mensch steht im Kampf mit sich selber und mit der Sünde in sich. Wenn wir wirklich unsere Welt zu einer besseren Welt machen wollen, dann müssen wir bei uns selbst anfangen. Aber die Versuchung ist jetzt groß, dass wir sagen, jetzt probieren wir aus eigener Kraft die Welt zu verbessern und sagen, also jetzt müssen wir uns anstrengen, wir müssen sofort diese Ungerechtigkeit bekämpfen, wir müssen heute noch handeln. Aber wir machen oft die Erfahrung, dass gerade dies nicht funktioniert. Wir wollen schon etwas für die Armen, Hilfsbedürftigen und Flüchtlingen tun, aber wir tun es oft von oben herab. Manchmal bekommen wir das Gefühl, dass sie nicht so dankbar sind, wie wir es erwartet haben, und wir sind frustriert und wir fühlen uns von ihnen hintergangen. Wir werden ungeduldig und nerven uns nur noch. Und warum? Weil wir versuchen, die Ungerechtigkeit aus der eigenen Kraft zu bekämpfen. Es ist erstaunlich, wie sehr der große Gott sich in der Bibel mit den Armen, mit Flüchtlingen sich identifiziert. In Sprüche 14,31 heißt es, wer den Armen unterdrückt, verspottet Gott. Wer den Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Oder in Sprüche 19,17 heißt es, dass der, der barmherzig zu den Armen ist, barmherzig zu Gott ist. Schon im Alten Testament identifiziert sich Gott sich eindeutig mit dem Armen, mit dem Hilfsbedürftigen, Ausgestoßenen und Flüchtlingen. Aber erst durch Jesus Christus sehen wir, wie weit er dabei geht. In Jesus wurde Gott wortwörtlich einer von uns. Jesus kam als Migrant auf die Erde und das freiwillig. Er wurde in einem Tierstall geboren, als ein Kind von armen Eltern. Als er ein Kleinkind war, musste er nach Ägypten fliehen, weil die Regierung ihn töten wollte. Er lebte einige Jahre als Flüchtling in Ägypten. Jesus wurde später bekannt als ein Freund von Armen, Hilfsbedürftigen, Ausgestoßenen und Flüchtlingen. Er hat mit ihnen gegessen, Zeit verbracht, aber als er unschuldig ans Kreuz gehängt wurde, warfen die Soldaten das Los um sein Gewand, das einzige Wertvolle, das er noch besaß. Und er wurde in ein geliehenes Grab beigesetzt später. Doch mehr noch, er war auch das Opfer eines Justizskandals. Er wurde zu Unrecht getötet. Jesus erlebte pure Ungerechtigkeit. Jesus wusste, was es heißt, arm, flüchtlings, hilfsbedürftig, verachtet und unterdrückt zu sein. Zum Schluss wurde er nackt ausgezogen und an ein Kreuz gehängt, wo er unter Schmerzen und Durst verstarb. Jesus hat sich nicht nur mit unserem Leid identifiziert, sondern er ist auch einer der Einzigen, der all dies ohne eine einzige Verschuldung auf sich genommen hat. Und er versöhnte so den Menschen mit Gott, sodass wir wieder in eine Beziehung mit Gott und eine Freundschaft zu ihm kommen können. Aus Liebe zu uns Menschen hat Jesus dieses Leiden auf sich genommen. Das ist das richtige Fundament für ein Leben in Gerechtigkeit und in Dienst und an den Armen, Flüchtlingen und Hilfsbedürftigen.
Wenn wir seine Liebe erleben, können wir diese Liebe weitergeben. Wenn ich persönlich erlebe, wie Jesus mich in meinem geistlichen Elend als Armer umarmt, dann erkenne ich, dass ich nichts Besseres bin als all die armen Menschen und Flüchtlinge in dieser Welt. Er ist für uns alle gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt und sein Leben ihm anvertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Es ist wichtig, dass wir Flüchtlingen, Armen und Hilfsbedürftigen mit Wertschätzung begegnen, ihnen helfen, wo wir können, regelmäßig für sie beten und ihnen praktisch unsere Liebe zeigen. Wenn ich so auf mein Leben als Flüchtling zurückschaue und auf andere Flüchtlinge schaue, wo ich kenne, gibt es etwas, was noch viel wichtiger ist als helfen. Und das ist das Thema Freundschaft. Flüchtlinge brauchen nicht nur punktuelle Hilfe, sondern Freundschaften fürs Leben. Freundschaften auf Augenhöhe, in denen Geben und Nehmen dazugehört. Helfen und sich helfen lassen normal wird. Freundschaften in guten und auch in schwierigen Zeiten. Willst du so ein Freund fürs Leben werden für ihnen? Willst du dein Leben mit ihnen teilen? Niemand kann etwas dafür, wo er oder sie geboren wurde. Du und ich haben nichts dazu beigetragen. Lasst uns aus Dankbarkeit handeln. Wir sind alle Menschen mit Würde. Wir sind alle durch einen liebenden Gott geschaffen. Mit Flüchtlingen zu essen, Fußball zu spielen, Zeit miteinander zu verbringen und voneinander zu lernen, ist sehr wertvoll. Mach du den ersten Schritt dazu. Informiere dich über die Situation von Geflüchteten. Nimm Anteil an ihrem Leben und bete regelmäßig für sie. Bitte betet für Schutz für die Menschen, die auf der Flucht sind. Und bitte betet für gerechte Gerichtsurteile für die, die schon es geschafft haben und hier sind in der Schweiz. Jeder Mensch kann etwas zum Wohl für alle beitragen, sei es hier oder vor Ort, indem er seine Möglichkeiten, Talente, Ressourcen, Zeit und Energie nutzt.